habe als Kind richtig gerne gelesen und habe unzählige Pferdebücher zu Hause stehen. Und da möchte ich euch heute einfach mal meine liebsten 5 von präsentieren. Vielleicht liest der eine oder andere auch ganz gerne noch. Und ich muss gestehen, ich blätter da auch immer gerne wieder durch und schwelge in alten Erinnerungen. Und ja, ab und zu lese ich dann auch wirklich noch mal eins von vorne bis hinten, weil es einfach irgendwie schön ist. Also es erinnert mich immer wieder an diese Kinder- und Teenie-Zeit, wo es eben echt alles nur um Pferde ging. Und ja, heute habe ich, wie gesagt, meine Top 5 für euch rausgepickt. Und wenn ich ab und an mal so ein bisschen heller werde, liegt es an der Sonne, die irgendwie immer im Wohnzimmer strahlt, egal wo ich sitze. Deswegen ist das Licht gerade echt nicht so richtig schön, aber wir schaffen es trotzdem. Und ich lege einfach mal direkt los mit dem Klassiker der Klassiker. Und zwar mit dem Buch hier. Blitz der schwarze Hengst und Blitz kehrt heim. Das ist ein Doppelband, das ist auch schon ziemlich alt. Ich weiß gar nicht, wie alt, das habe ich jetzt gerade nicht geschaut. Ich schaue mal, ob es da drin steht. 1958. Ja, Blitz wurde geschrieben von Walter Farley und es geht eben um Blitz, den schwarzen Hengst. Und Blitz ist ein Vollbluthengst, der zufällig auf einem Schiff transportiert wird, auf dem auch der junge Alec Ramsay ist. Und dann gibt es einen Schiffbruch und Pferd und Junge können sich gemeinsam an einen verlassenen Strand retten und ja, profitieren eben voneinander, ne? Der Junge hilft dem Hengst ab und zu, gibt ihm Wasser. Der Hengst verteilt den Jungen gegen Schlangen, also sie helfen sich gegenseitig und kommen sich so immer näher. Irgendwann lässt der Hengst ihn auch reiten. Und ja, durch einen Zufall wird eben der Junge gefunden. Also klar, er wird gesucht und er wird dann auch gefunden. Die Leute kommen und wollen ihn retten und er sagt, ich gehe aber nicht ohne mein Pferd. Und so kommt Blitz eben dann nach England. Und dort lebt er erstmal im Vorgarten. Nicht ideal, aber es ging die ersten paar Tage. Alex' Mutter hat es auch einfach so hingenommen. Und irgendwann sollte aber dann doch ein Stall für Blitz her. Und ja, dann zog er zu einem ehemaligen Renntrainer, Galopprenntrainer, der Potenzial gesehen hat in dem Hengst und auch im Jungen. Und ja, so kämpfen sich eben Alec Ramsay und sein schwarzer Hengst auf die Rennbahn und gewinnen ja das schwierigste Rennen. Und ja, werden eben berühmt und erleben diverse Abenteuer. Also Blitz, die Reihe, es ist eine Reihe, hat 11 Bände. Da geht es natürlich primär immer um Blitz, aber nicht immer nur ums Rennen. Also da kommen auch so Sachen wie Zucht ins Spiel und ein bisschen Drama und Familie und ja, eben auch die Nachkommen von Blitz. Und natürlich ist Galopprennen immer noch ein großes Thema, weil es darum ja eben geht. Aber ja, es ist eben facettenreich und die Serie umfasst, wie gesagt, 11 Bände, wo echt jedes Buch aufs Neue super spannend war. Und ich denke, die könnte man heute auch noch im Internet bestellen. Genau, Blitz möchte ich euch ans Herz legen. Da gibt es auch eine DVD von. Zumindest von Blitz, der schwarze Hengst. Und es gibt die Vorgeschichte von Blitz, der schwarze Hengst, wie alles begann. Die ist auch sehr süß, spielt in Arabien. Und ja, ich glaube, es gibt sogar auch Blitz kehrt heim, das weiß ich aber nicht, ob es auf DVD gibt. Müsst ihr vielleicht mal schauen, wenn es euch interessiert. Ich werde euch auch alle Titel übrigens nochmal unten in der Infobox aufführen, damit ihr nochmal nachlesen könnt. Und jetzt mache ich erstmal mit dem zweiten Buch weiter. Und zwar mit diesem hier. Ausblendet. So. Die Pferdebande und das Rätsel im Amarillo. Davon gibt es auch 20 Bücher mittlerweile. Und das hat so ein bisschen so einen Krimi-Charakter. Also da sind eben 3 Freunde, 2 Jungs und ein Mädchen. Die leben auf einem Hof oder die verbringen ihre Freizeit auf einem Reiterhof. Und da gibt es eben diverse Rätsel zu lösen. Nicht nur das im Amarillo, sondern eben auch 19 weitere. Und das Schöne ist einfach, ich finde, das ist hier vorne so nett eingerichtet, also dargestellt. Da sieht man eben die 3 Freunde mit Hund und Pferd. Da wird alles nochmal erklärt, ne? Die führen nämlich auch ein Logbuch, damit die natürlich immer genau wissen, was gerade so im Kriminalfall passiert ist. Und mit diesem Hufeisen, was dabei gelegt ist, ich weiß nicht, erkennt man das? Ja. Kann man dann eben auch versteckte Botschaften lesen. An jedem Kapitelende ist hier so ein Hufeisen abgebildet, wo man dann dieses magische Hufeisen drauflegen kann. Und dann, wenn man das richtig macht, genau, da sieht man es, glaube ich, kann man eben ja, versteckte Botschaften lesen, was einem auch beim ja, Kriminalfalllösen wirklich voranbringt und weiterhilft. Das Buch ist, finde ich, sehr spannend.
Es ist ein bisschen eher was für kleinere Kinder, weil die Schrift sehr groß ist und da sind eben auch noch kleinere Zeichnungen bei. Aber wenn man jetzt einfach mal eine Lektüre für zwischendurch sucht, die einen jetzt nicht unendlich fordert und womit man nicht das ganze Jahr beschäftigt sein möchte mit Lesen, weil bei mir ist es zum Beispiel einfach so, dass ich nach der Arbeit und nach dem Stall und nach dem Haushalt und sonst irgendwas einfach nicht mehr so viel, ja, Zeit habe zu lesen und mich auch nicht so gut konzentrieren kann. Und dafür ist das hier wirklich super. Man ist schnell durch, es sind packende Fälle, man kann ein bisschen miträtseln mit dem Hufeisen, lohnt sich. Jetzt kommt, glaube ich, wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher oder eine meiner absoluten Lieblingsreihen, und zwar Heartland. Hier steht jetzt nur Paradies für Pferde drauf. Ach, man sieht mich gar nicht. Hier steht, wie gesagt, nur Paradies für Pferde drauf, weil das auch ein Sammelband ist. Das sind das erste und das zweite Buch von Heartland sind hier drin zusammengefasst. Und ja, die Serie wurde auch verfilmt. Das gibt es als Serie im Internet zu sehen oder auch als DVD. Und da geht es um Heartland, das ist eine Farm, und um Amy. Und um Amys Familie, aber prima eben um Amy. Die hat am Anfang, oder eine ganz lange Zeit, hat Amy mit ihrer Mutter zusammen die Ranch geführt, auf der sie eben Problempferde aufnehmen. Ne? Pferde, die nicht geritten werden können, die krank sind, alt sind, Probleme haben, durchgehen, steigen, buckeln, all sowas. Ja, um diese Pferde haben sich eben Amy und ihre Mutter gekümmert. Und bei einer Fahrt zu einem neuen Pferd wurde eben Amys Mutter leider beim Autounfall getötet. Und dann beschließt Amy, das alleine weiterzuführen. Sie ist zu dem Zeitpunkt, meine ich, 17, also sehr, sehr jung. Und bekommt Unterstützung von ihrem Großvater und von ihrer Schwester und vom Stalljung Tyler. Und ja, die Serie erzählt einfach total gut, was Amy mit den Pferden macht. Sie gibt eben auch Bachblüten, wendet Horsemanship an, und die Geschichte ist einfach sehr spannend und packend, weil wirklich in jedem Band auch ein neues Pferd und ein neues Schicksal auf den Hof kommt. Und es ist natürlich auch immer so eine Sache, was mit dem Hof passiert, weil nicht jeder hat die gleichen Interessen und Amy soll ja auch die Schule zu Ende machen und. Deswegen spielt da eben auch neben den ganzen Pferdegeschichten auch diese Geschichte Erwachsenwerden, Abgrenzen, Liebe und Familie mit rein. Und deswegen finde ich es Heartland eben auch was für ältere Pferdefreunde, so wie mich. Also, ne, ich bin ja aus dem Kindsalter jetzt doch raus. Aber Heartland ist total toll. Es lohnt sich wirklich zu lesen oder zu gucken. Und ja, kann ich nur empfehlen. Die Serie hat 22 Bände. Und ich glaube, wenn man es gucken möchte, gibt es 5 oder 6 Staffeln. Ich habe sie leider nicht alle gesehen. Aber ja, auch die Serie zu gucken lohnt sich. Es macht Spaß zu schauen. Und es ist eben nicht dieses Wendy-Leben-Ponyhof-Ding, wo alles immer rosa und schön ist, sondern es ist eben auch mal, doof gesagt, alles scheiße. Ne? Weil eben nicht immer alles glatt läuft und jedes Pferd gerettet werden kann. Man muss eben dann auch ja, Tiere gehen lassen. Sehr gutes Buch, sehr gute Reihe, kann ich auch nur empfehlen. Dann gibt es noch 3 Bücher, also eine Reihe mit 3 Büchern, die ich euch auch sehr empfehlen möchte, und zwar diese hier. Die Reihe nennt sich Josies Pferde und das ist Zukunft für Fate, das erste Buch. Und da geht es um Josie, die ist 11 Jahre alt, lebt mit ihren Eltern auf einem Bauernhof und hat ein paar Pferde. Ich weiß nicht mehr genau wie viele, ich meine 3 oder 4. Und Faith ist eben eins davon, und in diesem Buch geht es darum, dass der Hof, auf dem Josie mit ihren Eltern lebt, eben verkauft werden soll. Die haben ihn halt nur gepachtet. Und jetzt muss natürlich ein neuer Bauernhof her, damit die Familie umziehen kann und ihre Tiere mitnehmen kann. Und zu einem Überfluss sucht Josie auch noch für Faith, diese Braunstute hier, neue Besitzer. Faith soll verkauft werden. Und ja, darum geht es in diesem Buch. Und die anderen beiden Bücher handeln einmal von Hope. Das ist ein weiteres Pony, und von Charity. Ich meine, Charity ist das Fohlen von Hope. Und ja, es lohnt sich auch auf jeden Fall. Es geht dann eben um diesen Hof, um dieses Bauernhofleben und um, ja, das Leben mit den Pferden und um die Pferde an sich. Was die Pferde durchmachen, erleben, was mit denen passiert. Josie wird älter, die Themen ändern sich, die Interessen ändern sich von Josie. Und ja, ich finde die Bücher auch total schön. Ich habe die gerne gelesen und ich blätter auch immer wieder gerne durch. Hier auch wieder eher für jüngere Pferdefreunde zu empfehlen.
weil die Schrift auch sehr groß gedruckt ist und ja, man ist halt einfach schnell durch damit. Aber es war wirklich schön zu lesen und ich glaube, ich werde es auch nochmal anfangen. Es ist echt sehr schön. Genau, geschrieben von Lucy Daniels übrigens. Ich habe bei Heartland gar nicht gesagt, wer es geschrieben hat. Aber das verlinke ich alles unten in der Infobox. Und dann kommen wir auch schon zum letzten. Und zwar ist das Heroes Hill. Und davon gibt es... Ich möchte jetzt gar nichts Falsches sagen. 11 Bücher. Ich glaube, es gibt 11 Bücher von Rose Hill. Und Rose Hill ist eben, wie es auch steht, ein Internat für Mädchen und Pferde. Und ja, da werden die Geschichten erzählt von den Mädchen, die auf dem Internat wohnen. Reiten gehört eben zum Stundenplan, deswegen wird da auch ganz viel von erzählt. Und die drei Protagonisten sind drei Mädels, die sich auf dem Gestüt, auf dem Internat dort kennenlernen, zusammen reiten. Jeder hat irgendwie andere Ziele. So gibt es eine, die total leistungsorientiert ist und eben gerne auf Turniere geht. Dann gibt es eine, die sich gerne mit schwierigen Pferden beschäftigt und generell total ruhig ist und gelassen ist und von diesem ganzen Internatszickenstress gar nicht so viel mitbekommt. Dann gibt es natürlich auch die Glitzerzicke, ne, die das eigene Pferd mitbringt und die eigene Ausrüstung und alles ist schön und teuer und ne, Gossip ist wichtig und ja. Aber es muss ja auch so eine Zicke geben, sonst wäre es ja irgendwie langweilig. Und ich habe davon, glaube ich, 5 oder 6 Bände. Und dann hat sich das ein bisschen so zerschlagen, leider Gottes. Aber ich fand Rose Hill auch auf jeden Fall total cool. Und es geht natürlich auch um die Jungs vom Nachbarinternat. Natürlich. Deswegen, ich finde, Rose Hill ist eben auch geeignet für Teenies. Und nicht nur für Kinder, weil es eben auch um Dinge geht wie Liebe und Familie. Und ja, Zickenkrieg, Stress, Heimweh. Ja, doch. Also Rose Hill kann man wirklich gut lesen. Die Schrift ist auch nicht so mega groß. Ist angenehm zu lesen, würde ich sagen. Da muss ich auch auf jeden Fall nochmal reingucken. Oh, es war echt eine schöne Zeit. Danach wollte ich übrigens selber auch aufs Reitinternat, hat aber nicht geklappt. Ich glaube, auch so cool wie auf Rose Hill wäre es nicht geworden. Deswegen ist es ganz gut, dass ich hier geblieben bin. Ja. Lauren Brooke hat es übrigens geschrieben, bevor ich es wieder vergesse. Da unten seht ihr es. Und ich denke, das müsstet ihr auch im Internet noch kaufen können. Ja. Das waren meine Top 5 Pferdebücher. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht nochmal 5 Pferdebücher sehen wollt, hinterlasst dem Video doch einen Daumen hoch. Und dann kann ich das bestimmt einrichten, euch nochmal 5 Bücher zu zeigen. Ich habe auf jeden Fall noch genug im Schrank stehen. Auch sehr alte Bücher, neuere Bücher. Ja, ich war eine Leseratte auf jeden Fall. Gut, dann würde ich erstmal sagen, bis zur nächsten Woche.